Das Tor der Illusion. Im roten Glanz der untergehenden Sonne marschiert das Heer des Lords auf einem Bergpfad auf Erastu zu. Ganz vorne reitet der Lord aus seinem weißen Hengst, dessen Fell im Schein der Sonne wie Gold leuchtet. Direkt dahinter die zwei Juggernauts und hinter diesen der Rest des Heeres, das im sanften Schatten der Atro-Reiter, die über ihn ihre Bahn ziehen, voranmarschiert. Als das Heer den Gipfel des Berges erreichte, hatten sie einen weiten Ausblick über das leblose Brachland, das an das Meer grenzte. Kurz vor dem Meer sahen sie Erastu, die Universität der Illusionisten, die wie ein riesiger Kristall im Glanz der Abendsonne strahlte, dass es eine wahre Pracht war. Der Lord hielt an und hob seine Hand und signalisierte so seinem Heer, dass sie warten sollten. Nach ein paar Minuten kam der Hauptmann nach vorne zum Lord und fragte ihn mit besorgter Stimme: »Sire, stimmt etwas nicht? Ihr wirkt so überrascht.« Der Lord wandte seinen Blick nicht von der Universität ab und sprach mit unsicherer Stimme: »Etwas stimmt nicht.« »Was, Sire? Meint ihr, dass die Universität so wundervoll leuchtet?« »Genau das ist das Problem. Wir können die Universität bewundern.« »Was ist daran so schlimm?« »Seit all der Zeit, wo diese Universität existiert, war sie ständig unsichtbar, damit mögliche Feinde sie nicht anzugreifen vermochten. Und jetzt, wo wir auf sie zumarschieren, können wir sie deutlich sehen.« »Ihr habt recht. Doch was bedeutet das?« Der Lord war ruhig und dachte nach. Ihm war klar, was es bedeutete. Die Illusionisten wussten Bescheid, dass er kommen würde. Doch das konnte er unmöglich seinen Männern erzählen, da sie dann allen Mut verlieren würden. Er hatte jetzt nur drei Möglichkeiten. Entweder er zieht sich zurück und bläst den Angriff ab, oder er erzählt seinen Männern, dass sie auf einen vorbereiteten Gegner treffen werden und riskiert damit, dass sie alle Moral verlieren. Oder aber er schweigt still darüber und behauptet, dass die Illusionisten unvorsichtig geworden sind. Er entschied sich für Letzteres, obwohl er wusste, dass er dadurch eventuell direkt in einen Hinterhalt laufen könnte. Doch es war für ihn die beste Lösung, weshalb er zum Hauptmann, der ungeduldig neben ihm wartete, sprach: »Über all die Jahre sind die Illusionisten nie angegriffen worden. Wahrscheinlich hat sie das überheblich gemacht, wie Zauberer halt so sind.« Er zwang sich ein Grinsen auf die Lippen. Auch der Hauptmann fing an zu grinsen und sprach: »Dumme Zauberer, wir werden leichtes Spiel mit ihnen haben.« Der Lord nickte und der Hauptmann kehrte zu seinen Männern zurück. Gleich danach gab der Lord das Zeichen zum Weitermarschieren und das Heer setzte seinen Weg fort. Als sie den Berg von hinabgestiegen waren und nur noch das Brachland sie von der Universität trennte, erschien etwa 10 Meter vor ihnen eine kleine Flutwelle, die auf sie zuraste, und da es zu spät zum Ausweichen war, traf sie kurz darauf die vorderen Reihen des Heeres, der Männer ihre Hände schützend vor das Gesicht hielten, allen voran der Lord. Die Welle richtete keinen Schaden an, doch als alle die Hände von ihren Gesichtern wegnahmen, stand der Erzkanzler der Universität in etwa 3 Meter Entfernung zum Lord und sprach mit tiefer, ruhiger und doch bedrohlicher Stimme: »Kehrt um! Es gibt keine Rechtfertigung für Krieg. Wir haben euch nie etwas getan. Also verlangen wir, dass ihr uns auch nichts tut.« Der Lord schaute beeindruckt, doch er blieb gefasst und sprach: »Ihr seid nicht unser Feind! Alles, was ich will, ist dieser Seki. Ergebt euch und gebt ihn mir, und ich versichere euch, dass niemand zu Schaden kommen wird.« Der Erzkanzler schüttelt enttäuscht den Kopf und sprach mit verschmitzter Stimme: »Jüngchen, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Dieses Angebot ist lächerlich und beschämt mich. Geht, nehmt eure Männer mit und kommt nie wieder.« »Ich bleibe! Ich rate euch, das Angebot anzunehmen. Ein anderes kann ich euch nicht machen.« »Nun, wenn dem so ist...« Er kratzte sich am Bart. »Dann tragt die Konsequenzen für eure Torheit. Ihr werdet nicht siegen.« »Ha, das werden wir sehen!« Der Lord holte mit seinem Schwert aus und hieb auf den Kopf des Erzkanzlers zu. Dieser machte keine Anstalten auszuweichen, und als das Schwert ihn waagerecht traf, ging es durch seinen Körper hindurch. »Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Ihr müsst euch schon ein bisschen mehr anstrengen, wenn ihr siegen wollt.« Der Lord sah das Grinsen des Erzkanzlers, wurde zornig und schlug mehrere Male auf ihn ein. Doch ständig ging sein Schwert durch ihn hindurch, bis der Erzkanzler sprach: »Verzeiht, doch das wird mir langsam doch etwas zu langweilig. Ich habe noch andere Sachen zu erledigen, als mit euch zu spielen. Ihr müsst mich jetzt entschuldigen.«
Der Erzkanzler verflüssigte sich, während er scheinbar am Boden versickerte. Nach einigen Minuten ertönten Rufe aus den hinteren Reihen des Heeres. Habt ihr das gesehen? Die Schläge gingen durch ihn einfach hindurch. Die Zauberer sind unbesiegbar. Wie sollen wir gewinnen? Der Lot spürte den Aufruhr und sah, dass die Taktik des Erzkanzlers wohl darin bestand, seine Leute zu verunsichern. Er wandte sich mit seinem Pferd zu dem Heer um und rief: Seid nicht albern! Dieser Zauberer hier war nur eine Illusion. Deswegen konnte ich ihn nicht verletzen. Die Zauberer sind auch nur Menschen aus Fleisch und Blut. Sie können auch leiden, sich fürchten und sie sind schwach. Die Menge wurde ruhig. Der Sieg wird unser sein. Wir rücken jetzt vor. Katapulte! Geht in Stellung! Zielt auf die Türme! Atro-Reiter greift die Zauberer auf den Türmen an! Juggernauts, untergrabt das Tor! Infanterie, schützt die Katapulte! Und Kavallerie zu mir! Los! Los, los! Während die Truppen nach den Anweisungen des Dutz handelten und Stellung bezogen, ärgerte sich der Erzkanzler lautstark in den oberen Hallen der Universität, während er mit den vier Kanzlern der ungenauen Genauigkeiten das alte Ritual vollzog. Dieser törichte Lord Tralala! Jetzt muss seinetwegen Blut fließen! Die vier Kanzler hörten ihn zwar zu, doch antworten sie ihn nicht, da sie viel zu beschäftigt waren, sich auf das Ritual zu konzentrieren. Dazu hatten sie zwei Hexagramme gemalt, die ineinander griffen und in deren Mitte zwei Wellen gezeichnet waren. Die Zauberer standen in regelmäßigem Abstand um die Hexagramme herum und konzentrierten sich auf die Wellen in der Mitte, die in einem hellblau leuchteten, das immer stärker zu werden schien. Auch nahmen die Wellen langsam eine dreidimensionale Form an und schienen plastisch zu werden. Der Raum war gefüllt mit bunten Kügelchen, die etwa so groß wie eine Walnuss waren und stürmisch durch den Raum wirbelten, womit sie einen heftigen Wind erzeugten, der die Haare und Bärte der fünf Magier wie wild wehen ließ. Nach einigen Minuten war ein leichtes Beben zu spüren und ein lauter Knall zu hören. Sie haben begonnen, uns mit Katapulten zu beschießen. Hoffentlich gelingt es Lombos, die Soldaten lange genug aufzuhalten, sprach der Erzkanzler. Lombos stand just in diesem Moment hinter dem Eingangstor und beruhigte seine Schüler, die durch den Aufprall des Felsens erschrocken waren. Hab keine Angst, das war nur ein Felsen von den Katapulten, der die Universität getroffen hat. Er zwang sich ein Grinsen auf und streichelte über die Säule neben dem Eingangstor. Unsere alte Dame hält einiges aus, keine Sorge. Er nahm eine Kugel aus seinem Umhang hervor und schaute in sie hinein. Als er sie eine Weile betrachtet hatte, formte sich in ihr ein Bild, das die Universität mit der umliegenden Umgebung aus der Vogelperspektive zeigte. Die Katapulte hatten sich in zwei Reihen vor dem Tor positioniert, wobei jeweils zwei Reihen links und zwei andere Reihen rechts vor der Tür in einem Abstand standen. Die Infanterie befand sich vor den Katapulten und hatte ihre Schilde gehoben, um mögliche Schüsse abzuwehren. Die Soldaten, die lediglich mit Lanzen bewaffnet waren, standen kurz vor dem Tor und schienen auf die Juggernauts zu warten, die im Verborgenen unter der Erde ihrer Aufgabe nachgingen. Die Atro-Reiter wirbelten um die Türme und versuchten die Zauberer, die in den Lücken der Türme standen, anzugreifen. Doch bis jetzt hatten sie nur einige wenige erwischt, während sie selbst hohe Verluste einzustecken hatten. Obwohl die Türme schon mehrere Male getroffen wurden, schienen sie nur oberflächlichen Schaden erlitten zu haben. Der Lord wartete hingegen den Verlauf der Schlacht mit der Kavallerie im Hintergrund ab und schien auf einen günstigen Moment zum Sturm zu warten. Diese Türme sind stabiler als ich dachte, sprach er. Sollen wir die Belagerung abbrechen? Fragte der Hauptmann, der den Lord stets begleitete. Nein! Wenn erst einmal das Tor durch die Juggernauts gefallen ist, können wir direkt in die Universität vorrücken und haben leichtes Spiel. Der Hauptmann wurde still. Er war sich nicht sicher, ob sie noch eine Chance zum Sieg hatten, doch er traute den Worten des Lords. Dieser konnte jedoch momentan nichts weiter tun, als abzuwarten, bis das Tor fallen würde. So stand er auf dem Feld und schaute zu, wie die Atro-Reiter immer wieder im Sturzflug die Zauberer auf den Türmen angriffen. Bald wurde ihm klar, dass die Illusionisten auf den Türmen schon sehr geübt sein mussten, da sie einen Zauber verwendeten, der sich als ideal gegen die Atro-Reiter erwies. Es war ein Geschoss, das blau leuchtete und zielsicher auf die Atro-Reiter zuflog. Bei Berührung erstarrten die Atros zu Eis und stürzten zu Boden oder auf die Universität und zersprangen in tausende gefrorener Teile. Für den Reiter war dieser Sturz auch tödlich und das Schlimmste an diesen Geschossen war, dass sie ihr Ziel verfolgten und es so selbst für die wendigen Atros schwer war, ihnen auszuweichen. Der Himmel wurde immer leerer und schon bald waren kaum noch Atros am Himmel und die Infanterie wartete immer noch ungeduldig auf den Sturz des Tores. Die Katapulte hatte hingegen ihr Feuer mittlerweile auf den linken Turm konzentriert, der schon langsam schwächelte und an der Oberfläche waren große Dellen zu erkennen. Er würde wohl bald zusammenstürzen.
Die Illusionisten auf den Turm schienen das zu bemerken und vernachlässigten die wenigen Atros, die noch in der Luft waren. Sie konzentrierten sich jetzt auf die Felsen, die auf die Universität zuflogen, um den Einsturz zu verhindern. Etwa die Hälfte der Felsen konnten sie mittels Telekinesis vom Aufprall abhalten und zurück auf die Katapulte schleudern. Doch oft trafen sie nicht, da ihre Konzentration durch die starke geistige Beanspruchung schon sehr eingeschränkt war. Dazu kam noch, dass die Sonne bereits weit hinter dem Horizont gesunken war und die Dunkelheit Einzug hielt. Obwohl sie schon viele Felsen abgewehrt hatten, hatten sie erst zwei Katapulte zerstört. Doch es war zu spät. Der Turm stürzte unter der Wucht der aufprallenden Felsen zusammen und begrub etwa 3 Dutzend der höheren Illusionisten, die auf ihn Stellung bezogen hatten. Nun konzentrierten die Katapulte ihr Feuer auf den rechten Turm. Gleich darauf brach der Lord in Freude aus, denn die Juggernauts hatten das Tor zum Fallen gebracht und tauchten im Hof auf und ließen ihre Männer aussteigen. Sämtliche Infanterie rannte auf den Hof und der Lord schickte siegesicher seine Kavallerie hinterher. Die Infanteristen wunderten sich inzwischen, dass in diesem Hof so viele Bäume standen und der Weg mit Pfützen versehen war. Etwa 10 Meter bevor sie das Eingangstor erreichten, öffnete Lombus das Tor und hob mit seinen Schülern die Hände gen Himmel. Sofort darauf schüttelten sich die Bäume und schlugen mit ihren Ästen auf die Infanteristen ein, die in hohen Bogen durch den Hof flogen und unsanft landeten. Sie zogen ihre Waffen und stachen auf die Bäume ein, doch es war nicht so, als würden sie in Holz stechen, sondern als hätten sie einen weichen Gegner vor sich, der aus Fleisch und Blut bestand. Im Gerangel kam die Kavallerie auf den Hauptweg Richtung Eingangstor zugestürmt und ignorierte die kämpfenden Bäume, da sie wild entschlossen waren, in das Innerste einzudringen. Das Wasser unter den Hufen ihrer Pferde plätscherte, und als Lombus sah, wie die Feinde angestört kamen, senkte er mit seinen Schülern die Hände. Sofort darauf wurden die Pfützen zu Säulen, die die Pferde zu fallen brachten. Die Reiter lagen verwirrt am Boden und brauchten eine Weile, um aufzustehen. Die Pfützen sprangen flink umher und trafen mit Plätschern auf die Soldaten, für die sich diese Berührung wie ein starker Tritt anfühlte. Lombus war die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Seine Augen glühten förmlich rot und seine Stirn hatte sich krampfhaft zusammengezogen. Er drehte sich nicht um, doch er wusste innerlich, dass es seinen Schülern nicht besser erging als ihm und dass er das nicht mehr lange durchhalten würde. Der Lord betrachtete interessiert den Verlauf der Schlacht und versuchte seine Chancen auszurechnen, da er nicht im Widerstand mit dem Hof gerechnet hätte. Die Atro-Reiter lagen allesamt in Stücken am Boden. Etwa die Hälfte der Katapulte wurde von ihren eigenen Felsen zerschmettert, doch die Verbleibenden hatten gute Arbeit geleistet, da der rechte Turm nun auch schon sehr beschädigt aussah und wohl auch nicht mehr lange aushalten würde. Die Kavallerie war so gut wie gefallen, da sie ihre Reittiere verloren hatten und im direkten Nahkampf schwächelten. Er betrachtete den Kampf im Hof. Er sah, wie seine Männer von den Bäumen durch die Luft geschleudert und mit Ästen niedergeschmettert wurden, während magische Wassersäulen durch die Massen sprangen und alles, was sie trafen, verletzten. Erst wenige Bäume waren gefallen und diese Wassersäulen schienen auch noch so zahlreich zu sein wie am Anfang. Er überlegte, ob er den Sturm vielleicht abbrechen sollte. Doch dann sah er, wie Lombus, der in der Tür stand, langsam an das Ende seiner Kräfte gelangte. Ihr seid wirklich gut, doch wie lange werdet ihr das noch durchhalten? Sprach der Lord grinsend, denn er wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis Lombus sich nicht mehr konzentrieren konnte und seine Infanterie, die trotz starker Verluste noch in großer Überzahl war, die inneren Hallen einnehmen konnte. Nach einer halben Stunde war es soweit. Lombus schloss mit letzter Kraft das Tor und fiel erschöpft zu Boden. Seine Schüler standen hinter ihm und hatten Angst, doch sie wollten nicht von seiner Seite weichen und waren bereit, den Tod in die Augen zu sehen, um sein Leben zu verteidigen. Die Wasserelemente und Bäume verschwanden. Der Hof war nun mit vielen toten Soldaten und einigen Pferden bedeckt. Doch die Überlebenden stürmten auf das Tor zu und hackten auf es ein. Es war ein leichtes Knirschen zu hören und die Meute geriet in Kampfrausch. Was sie nicht bemerkten, war der blaue Lichtstrahl, der aus dem mittleren Turm der Universität gen Himmel schoss. Erst ein lautes Plätschern ließ sie innehalten und sich nervös umschauen. Das Plätschern war so laut, dass es selbst der Lord hörte. Was hat das zu bedeuten? Fragte er und bekam die Antwort gleich darauf zu sehen. Hinter der Universität erhob sich eine riesige Mörderwelle, die sich unglaublich schnell auf die Universität zubewegte. Er sah, wie die Infanteristen verzweifelt rannten und wie die Katapultmeister ihre Katapulte stehen ließen und ebenfalls davon rannten. Doch es war zu spät. Der Lord war eilends auf einen Berg geritten und musste nun tatenlos mit ansehen, wie die riesige Welle seine Leute wegspielte, mit ihrer Kraft erdrückte und sie mit tonnenschweren Wassermassen unter sich begrub. Diese Schlacht war verloren. In den Augen des Lords war Entsetzen zu sehen, als er in die Dunkelheit tritt, ohne Ziel, doch voller Panik. Die Illusionisten hatten den Krieg gewonnen
Und auch wenn sie dies freute, so trauerten sie doch um die vielen vergeudeten Leben und um ihre Freunde, die sie in der Schlacht verloren hatten. Seki war auch voller Sorge, denn der Spiegel, den er von Lumbus erhalten hatte, zeigte kein Bild mehr. In ihm war nur eine Dunkelheit zu sehen, die schwarzer als die Nacht war. Seki saß in einer Ecke und schaute immer noch in den Spiegel, unsicher, ob er vielleicht doch aus dem Keller hinausgehen sollte oder ob er wie befohlen weiter auf Lumbus warten sollte. Er entschied sich zu warten, doch seine Geduld währte nicht lang, da er sich an eine Weisheit seines alten Meisters erinnerte. Augen können lügen, klar sieht man nur mit dem Herzen. Überwältigt von diesen Gedanken legte Seki den Spiegel zur Seite, stand auf und ging vorsichtig zu der Illusionswand, hinter der die Eingangshalle lag. Er sah, wie viele Schüler vor dem Tor einen Kreis gebildet hatten und besorgte Gesten machten. Seki beschleunigte seinen Gang und lief zu dem Personenkreis. Doch schon als er durch die Mauer gegangen war, schrie er: »Was ist geschehen? Ist der Krieg vorbei?« Einige Schüler drehten sich um und einer davon antwortete: »Wir haben den Krieg gewonnen, doch Lumbus...« Der Schüler hielt inne und Seki rannte durch den Personenkreis hindurch und sah Lumbus am Boden liegen. Sein Gesicht war rot, die Adern traten hervor und die Gesichtszüge wirkten verkrampft. Die Augenlider waren zugekniffen, so als hätte man einen schmerzhaften Schlag auf den Brustkorb abbekommen. Seki kniete sich hin und legte reflexartig seine Hände auf den Oberkörper. »Sein Herz schlägt noch! Und atmen tut er auch! Wir müssen ihm helfen!« schrie Seki. Er fasste Lumbus um die Schultern, auf den Rücken, während er sich zu den Schülern wandte und schrie: »So helft mir doch! Fass ihn an den Beinen an, wir bringen ihn in sein Bett!« Zwei der Schüler hörten und fassten ihn an Hüfte und Bein. Dann trugen sie ihn gemeinsam in sein Zimmer und legten ihn in sein Bett. Seki setzte sich neben ihn und hoffte darauf, dass Lumbus wieder anfing zu sprechen. Nach einer Weile fragte ein Schüler, der neben Seki als einziger geblieben war: »Was ist denn nur passiert? Was ist mit ihm geschehen?« Der Schüler zögerte eine Weile, ehe er mit tieftrauriger Stimme antwortete: »Er hat sich wohl zu sehr konzentriert und fiel dann erschöpft zu Boden.« Seki schluckte und blickte traurig auf Lumbus. Er erinnerte sich daran, dass Magie gefährlich ist und einen selbst überwältigen kann, wenn man mit ihr nicht vorsichtig umgeht, was dazu führt, dass man in das Nichts verschwindet. Er schüttelte sich, um diesen Gedanken aus seinem Kopf zu bekommen. Lumbus ist noch da, er ist nicht ins Nichts verschwunden, sondern lag hier vor ihm. Auch er kannte die Gefahr und wusste, dass er nicht zu weit gehen durfte. Doch was war nur mit ihm passiert? Seki grübelte, doch er fand die Antwort nicht. Nach einigen trübseligen Minuten, die wie Stunden vergangen sind, in denen der Raum und Tod und die Zeit stillzustehen schien, sprach Seki zu dem Schüler: »Vielleicht sollten wir den Erzkanzler holen. Er kennt sicher Rat.« »Wir haben bereits nach ihm geschickt. Er müsste bald da sein.« Nach einigen Minuten öffnete sich tatsächlich die Tür und der Erzkanzler trat mit ernster Miene ein. Der Schüler wandte sich zu ihm und begrüßte ihn, doch Seki blieb weiter trübsinnig vor dem Bett sitzen und schaute auf Lumbus. Der Erzkanzler deutete mit einer Geste an, dass der Schüler gehen möge, woraufhin dieser augenblicklich den Raum verließ und die Tür hinter sich schloss. Der Erzkanzler nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben Seki. »Wie geht es ihm?« fragte er. Seki richtete seinen Blick zum Erzkanzler und wirkte überrascht. Sicher hatte er gehört, wie er den Raum betreten und sich neben ihn gesetzt hatte. Doch erst jetzt hatte er dies richtig realisiert. »Ich weiß es nicht. Er atmet und sein Herz schlägt. Aber trotzdem wirkt er irgendwie leblos.« »Du weißt sicher, was mit jenen Zauberern geschieht, welche die Warnsignale ihres Körpers ignorieren und trotzdem weiterhin Magie einsenden. Nicht wahr?« Seki blieb still. »Natürlich weißt du es. Entschuldige die dumme Frage. Mit Lumbus hast du ja einen guten Lehrer.« Diese Worte drangen tief in Sekis Herz und ein Schimmer Hoffnung erschien in seinen Augen. »Als Lehrer hast«, wiederholte Seki. »Er lebt also noch.« Der Erzkanzler kratzte sich an seinem Bart und sprach verwegen: »Nun, körperlich betrachtet, ja.« Er machte eine kurze Sprechpause. »Doch seine Seele hat den Körper verlassen.« »Was bedeutet das? Wo ist sie jetzt?« »Das weiß nicht einmal er selbst.« Seki blickte wieder traurig. Alle Hoffnung schien aus seinem Körper zu weichen. Der Erzkanzler merkte das und sprach: »Kopf hoch, Juckchen. Keiner weiß, was jetzt passieren wird. Vielleicht findet seine Seele wieder den Weg in seinen Körper. Und dann wird er schnell wieder genesen.« »Und was können wir tun?« »Uns bleibt nichts übrig, als zu warten. Es tut mir leid.«
Der Erzkanzler stand auf und legte seine Hand auf Sekis rechte Schulter, ehe er den Raum leise verließ. Seki blieb hingegen weiter wachend vor Lombus Bett, bis die Müdigkeit seine Trauer überwand und ihm seine Augen zufielen. Lombus öffnete seine Augen und stand auf. Er wunderte sich, wo er hier wohl war. Der Ort sah aus, als würde er direkt im Universum schweben. Um ihn herum waren funkelnde Sterne und rötliche Nebel zu sehen. Vor ihm lag ein etwa 2 Meter breiter Weg, der ihm nicht zu schweben schien und in fahlen Lila und Blau schimmerte. Er war so glatt wie Glas, doch er gab nach wie Sand. Lombus war verblüfft, dieser Anblick erfüllte ihn mit Angst und gleichzeitig mit Faszination. So ein Ort hatte er noch nie gesehen. Er entschied sich, den Weg entlang zu gehen, an dessen Ende sich ein verziertes Portal befand, aus dem ein warmes, gelbes Licht strahlte. Auf seinem Weg dorthin flog an ihnen ein riesiger Schmetterling vorbei, der etwa 3-mal so groß wie er war und aus dessen Flügeln ein glitzerndes Pulver Richtung Boden zu fallen schien und der mysteriösen Umgebung ein noch mystischeres Aussehen verlieh. Als er das Tor erreichte, sah er, dass es aus purem Gold bestand und dass gewundene Rosen aus Marmor die Säulen des Tors zierten. Er hatte etwas Angst, doch er entschied sich weiterzugehen, da dies der einzige Weg zu sein schien. Geblendet von dem grellen Licht schloss er die Augen und trat durch das Tor, doch sein Fuß trat ins Leere. Lombus verlor das Gleichgewicht und stolperte durch das Tor hindurch und fiel mit einem lauten Schrei in das Nichts aus Sternen, doch es war kein richtiges Fallen. Es fühlte sich eher so an, als würde er langsam nach unten gleiten. Seine Augen waren nun geöffnet und er sah, dass das Tor, durch das er gegangen war, immer mehr in der Ferne verschwand. Gleich darauf spürte er, wie er mit seinen Hintern auf weichen, sandartigen Untergrund landete. Er stand auf und schaute sich um. Er befand sich wieder auf dem merkwürdigen, schimmernden Boden, der diesmal eine große, quadratische Fläche ausmachte. »Wo bin ich hier? Was ist das für ein seltsamer Ort?« schrie Lombus verzweifelt. Alles um ihn herum verdunkelte sich. Die Sterne schwanden, die Nebel wichen und der Boden verlor seinen Glanz und wurde langsam zu einem marmornen Grau. Die Dunkelheit währte nicht lange, da sich schon nach einigen Sekunden eine graue Fassade wich, die sich langsam materialisierte. Nun befand sich Lombus in einem Raum, der sich regelrecht um ihn herum scheinbar von Geisterhand aufgebaut hatte. Der Raum war würfelförmig und an allen Seiten befanden sich Wände, sodass Lombus unmöglich weggehen konnte. Das Innere des Raums war selbst für Lombus, der es mit Illusionen sein Leben lang beschäftigt hatte und schon die merkwürdigsten Sachen gesehen hatte, sehr bizarr, verwirrend und abstoßend. Er wollte seinen Augen nicht trauen. Dieser Raum war so verrückt. Er schien ausschließlich aus Treppen zu bestehen, die in dunklen Torbogen endeten. Das Merkwürdige jedoch war, dass manche Treppen auf den Kopf und spiegelverkehrt standen. Andere wiederum berührten weder Boden noch Decke und schienen ohne jegliches Zutun im freien Raum zu schweben. Lombus' Verwirrung wuchs und er schrie zornig: »Was ist das für ein Ort? Verdammt!« Es folgte einige stille Sekunden, doch dann ertönte eine knabenhafte, doch trotzdem weise Stimme. »Das kann ich dir sagen. Dies ist das Erlösung, der Hort der Seelen.« Die Stimme schien durch den ganzen Raum zu schallen, sodass Lombus sich erschrocken umdrehte und die Herkunft der Stimme suchte. Da Lombus in der Mitte des Raumes stand, hatte er einen guten Überblick und konnte schon nach einigen Sekunden einen Knaben ausmachen, der kopfüber auf einer ebenfalls kopfüber stehenden Treppe stand, die an der Südwand begann und nach einigen Stufen mitten im Raum in einen dunklen Torbogen endete. Der Knabe trug ein orangefarbenes Gewand, das den ganzen Körper bedeckte und an eine Mönchtoga erinnerte. Obwohl der Knabe höchstens 10 Jahre alt zu sein schien, hatte er bereits eine Glatze, doch seine Gesichtszüge waren die eines Jugendlichen, wobei sie glatt und anmutig aussahen und trotzdem Weisheit ausstrahlten. »Was? Ein Kind?« sprach Lombus, der sich etwas gefasst hatte. »Mein Name ist Lysan, Hüter des Erbissungs, und ich bin schon lange kein Kind mehr.« Er ging durch den Torbogen und tauchte in einen anderen auf, der sich direkt hinter Lombus befand. Noch ehe Lombus sich umschauen konnte, sprach Lysan weiter. »Ich kenne euch, Lombus. Erinnert ihr euch an den leeren Raum mit den vielen Sternen? Diese Sterne sind die Seelen der Verstorbenen. Hier finden sie Quartier.« Lombus drehte sich um und sprach überrascht: »Was habe ich hier verloren? Ich bin keine Seele.« »Jeder dieser Sterne hatte einst eine feste Form, eine materielle Hülle in eurer Welt. Es dauert eine Weile, bis die Seele diese Form ablegt und zu dem wird, was wie ein Stern aussieht.« Lombus stand verblüfft da und schaute zu Boden. Nach einigen Sekunden fragte er: »Bin ich tot?« »Nein. Du bist hier, weil du etwas lernen musst. Folge mir bitte.« Lysan lief durch einen anderen Torbogen und kam an einer auf dem Boden stehenden Treppe auf der anderen Seite des Raumes heraus.
Er drehte sich zu Lombus um, der verwirrt im Raum stand. Lombus, fürchtet euch nicht. Dazu ist später noch Zeit genug. Folgt mir. Lombus lief durch den Torbogen und kam zu Lysanne, der seinen Weg durch das Labyrinth aus Treppen fortsetzte. Stets gefolgt von Lombus. Die letzte Treppe, die sie nahm, führte wieder in die große Leere mit den vielen Sternen. Seht ihr, all diese Lichter sind Seelen. Wie viele sind es denn? Das ist irrelevant. Relevant ist, dass nur wenige von diesen Seelen Zauberer waren. Wieso? Stirbt ein Mensch, ein Tier oder irgendein Lebewesen, so landet seine Seele hier. Das gilt auch für Zauberer. Aber die meisten Zauberer sterben dadurch, dass sie sich überschätzen und Magie nutzen, die ihren Geist obsiegt. Dann kommt diese Seele nicht ins Impulsum, sondern... Lombus unterbrach ihn. Bleibt auf der Erde als Teil des Manas der Magie. Richtig. Ich sehe, ihr lernt. Diese verlorenen Seelen sind der Grund, weshalb ihr zaubern könnt und der Ursprung der alten, mächtigen Zauber. Wie das? Jeder Zauber fing einmal schwach an, bis man ihm mehr Mana verlieh. Doch manche wurden zu mächtig und entwickelten eigene Kräfte, durch die sie in der Lage waren, schwache Seelen aufzusaugen. So wurden sie stärker, wie das Ritual, das der Erzkanzler gesprochen hat. Welche Auswirkungen hat das? Solange diese Macht nicht missbraucht wird, ist alles in Ordnung. Ihr Zauberer habt einen Kodex, der euch vor diesem Missbrauch schützt. Doch trotzdem müsst ihr achtsam sein. Ihr wisst, weswegen ich euch das erzähle? Ja, ich habe bei der Verteidigung der Universität alle Warnsignale meines Körpers missachtet und wäre beinahe von der Magie verschluckt worden. Beinahe, richtig. Bei der Magie gibt es eine Grenze, wo sie entscheidet, ob die Seele in das Impulsum einkehrt und Ruhe findet, oder ob sie zum Teil der Magie wird. Nur wenige treffen genau diese Grenze, wo die Seele sich nicht entscheiden kann. Er blickte Lombus direkt in die Augen, so wie ihr. Lombus lief eine Gänsehaut über den Rücken und er sprach: Was bedeutet das? Lysanne machte einige fahrige Handbewegungen und im Nichts erschienen Bilder von einer blühenden Graslandschaft mit einem kleinen, gemütlichen Dorf. Eine junge Frau rannte scheinbar auf ihn zu und winkte ihn zu und Lombus sprach: Lilly, und das Dorf, das ist... Ihr müsst euch entscheiden. Hinter der realen Welt liegt dieses Dorf, wo eure Seele am meisten gebraucht wird, wo schöne Rosen blühen, Frieden lebt und ein Herz sehnsüchtig eurer hofft. Doch bedenket wohl, denn das Dasein endet hier. Dahin kann ich euch führen, Freund, der ihr mir seid geworden. So sagt, seid ihr bereit? Lombus wandte sich von den Bildern ab und Lysanne zu und schaute ihn mit großen Augen an, als er sprach: Nein. Sofort verschwanden die Bilder und der Raum bebte. Die Treppe stürzte ein und Lombus gelang es, einen Teil von ihrer unteren Stufe zu fassen, die noch im Raum schwebte. Lysanne stand unbeeindruckt da und sprach mit einem netten Grinsen zu Lombus: Rechte Wahl habt ihr getroffen. Eure Antwort, sie war würdig. Hütet eure raue, sture Schale, denn sie wirkt ein Heldenherz voller Größe und Güte. Er winkte Lombus zu und alles wurde schwarz.